Wer sich mit den aktuellen Corona-Impfstoffen impfen lässt, zieht wissentlich oder unwissentlich einen persönlichen Nutzen aus der Ermordung von Kindern und aus dem Diebstahl ihrer Organe. Die schweigende Einwilligung in und der mangelnde Widerstand gegen die Nutzung dieser Art von Forschung führen zu vermehrter Nachfrage nach eben solchen Zelllinien und den damit verbundenen Gräueltaten. Bedenken Sie das. Was ist zu tun? Erstens, wer sich schon gegen Corona hat impfen lassen, sollte Jesus Christus um Vergebung bitten für die Nutzung von Stoffen, deren Herstellung die Tötung von Kindern billigend in Kauf nimmt. Zitat: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9.